Oh hey, oho, oh hey, oho, oh hey, oho. Ja. Aber du musst ja immer arbeiten. Ja. Veterane, es ist so warm. Jetzt geht's gleich ab, Zarak. Aber das magst du, glaube ich, auch nicht. Aber ich, egal, ich mach das wieder laut jetzt hier. Schön, Netherlands, nee, Belgien ist es, aber Flämisch dann halt, ist auch egal. Wir brauchen mehr Mineralien. Ist das die Bühne von Elekön Elemel? Nee, doch? Nee. Oh. Ein Jahr später. Oder zwei sogar. Die selber lauter haben und das Spiel. Wird. Wir brauchen mehr Mineralien. Da hinten ist Wolle Petri. Das könnte auch ein Intro für so eine geile Serie aus den 90ern sein. Stimmt. Dragon Ball oder Nervös. So. Nervös. Wir brauchen mehr Mineralien. Soldiers of Love. Wir brauchen mehr Mineralien. Alter, wie geil die mit den Karren schießen. Soldiers of Love. Da merkt man aber, dass die auf jeden Fall live spielen. Der Rechte hat jetzt komplett aufgegeben, also voll von ihr aus, der spielt gar nicht mehr. Muss ich den eben genießen. Danach müssen wir über das niederländische Wort für Krieg reden. Das ist bestimmt wieder irgendwas Niedliches. Ja, haben die da gerade schon gesungen, aber ich... Ja. Das kommt jetzt. Das Ohrloch. Töte ihn. Aber kein Krieg mehr übrigens. Töte ihn. He change. Mit Bridge. Aber die Dieter Bohlen-Faust, die da immer... Oh, sie gehen? Marschieren! Wir brauchen mehr Mineralien. Gab's da nicht auch so ein Lied, der eine, der immer zum Militär wollte und dann plötzlich nie mehr? Eigentlich zu Bohlen kommen wir auch nochmal irgendwann in diesem Projekt. Wir brauchen mehr Mineralien. Dieses Ohrloch macht mich fertig. Das Ohr? Ach, geiles Lied. Da kriegt er zwei. Ja, immerhin. 250 Shades of Element. Oh Gott, jetzt kommt mein Platz 1304 zum Abschluss. Geht doch nichts über einen guten Abschluss. Ah. Oder fünf Linge. Leckerlinge. Helfen Sie mir. Ja, ich hab nichts. Das ist ein riesengroßes Problem. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ja, genau. Und ist Stim auch noch nicht durch, überraschenderweise? Ich hab die ganze Zeit gedacht, was singt der da eigentlich, bis mir auffiel, dass das eine Sprache ist, die ich gar nicht verstehe. Was ist das für eine Sprache? Jugoslawisch, also serbokroatisch wahrscheinlich mal, würde ich mal sagen. Ich habe einen Kollegen aus Jugoslawien, der hat mir mal erzählt, dass er irgendwie gefühlt 30 Pässe hat. Ja, da sollten wir uns, glaube ich, als Nicht-Jugoslawen nicht in diese Abgründe begeben, weil da kann man nur mit verlieren, wenn man da was Falsches sagt. Nee, der ist da recht entspannt. Mit dem habe ich Tischtennis. Ja, der wohnt ja auch in Deutschland offensichtlich. Ja. Ich glaube, das macht schon auch noch was aus. Stimmt. Hast du recht. Ich habe dir ja noch gar nicht erzählt, was bei uns in der Arbeit passiert ist. Es gibt eine, grandiose Neuerung in unserem Arbeitsmoralsystem quasi.
Ihr müsst alle aus dem Urlaub kommen. Nee, der hat das auch. Aber wir haben mit der Arbeit jetzt als Arbeitsmoralmaßnahme eine Tischtennisplatte bekommen. Ja. Das schreckt ab. Kann man sich auch gut zerren. Stimmt. Ja. Aber nicht so gut wie am Crosstrainer. Ich glaube, ich werde morgen da nochmal draufsteigen. Mal gucken, wie das so wird. Oh, weia. Das erste Mal seit 4,5 Wochen. Dann krieg ich eine Nachricht. Ja, wir können die nächsten 8 Monate nicht aufnehmen. Ich habe mir die Achillessehne gerissen oder so. Ja, dann ist man beim Arzt und was sagt er? Ja, da kann man nichts machen. Hier, da muss man auswarten. Genau. Hier haben sie Schmerztabletten, die ich sowieso die ganze Zeit schon genommen habe. Ich habe ja erstmal 4 Tage gewartet, weil ich gehe ja nicht zum Arzt. Dann war natürlich mein eigentlicher Hausarzt im Urlaub. Das ist immer so, wenn du den brauchst, ist der im Urlaub. Das ist aber nicht nur bei dir so. Das ist eine generelle Regel der Hausärztekammer, glaube ich. Wenn man sie braucht, ist im Urlaub. Dann hatte ich die ganze Zeit, als ich dann die Physiotherapie verschrieben bekommen habe, muss ich erstmal einen finden, der das machen wollte. Die alle, ja, den nächsten Termin im September. Es war Anfang Juli übrigens. Ja, in 2 Monaten brauche ich dann auch keine Physiotherapie, hoffentlich mehr. Ich hoffe, bis dahin ist der Schmerz weg. Mergorix, du hast vor, dass du bis dahin wieder auf den Crosstrainer steigst. Also ich würde meinen Mund noch nicht zu voll nehmen. Nächste Woche auf eine Hochzeit, da muss es wieder funktionieren. Und lass mal gleich pushen. Nein. So, was sagst du zu diesem Lied? Nee. Gut, so, das war das letzte. Jetzt müssen wir gleich mal eben kurz die Playlist transition. Das war, muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht so ein starkes Bewerberfeld jetzt für mich. Ja. Du hast keine 1 vergeben. Ja, das sag ich ja. Das war nicht so ein starkes Bimbe. Keine Rudi Carreo. Aber dann hören wir jetzt aber einmal nochmal schön Abschluss. Ah, nicht schon wieder dieses komische Lied da. Oh, Gegnerz. Mutas. Ja. Oh, weia. Hier, oder? Hast du was? Ja, Marines, aber ich. Ja, dann geht er nochmal drauf hier langsam. Wo sind die denn? Du hast du Stim oder nicht? Ja, ich bin nach vorne gelaufen. Ja, aber du hast du Stim auch. Oder nicht? Ja, doch schon. Du kannst doch das andere Depot aufmachen, dann kannst du schneller laufen. Das ist wieder Plan. 17. Aber wir pushen jetzt trotzdem. Wir pushen jetzt einfach, scheißegal. Push, Zalrock, wie oft soll ich das noch sagen? Pushen! Also halten wir es eh nichts mehr aus hier. Es ist Zeit. Kommen Sie, Herr Rock, wo sind Sie denn? Sie sind immer noch nicht im Fight. Ja, ich wusste hier. Ja, du hast aber Einheiten, die schneller sind als meine und sie sind immer noch nicht da. Du bleibst wieder stehen. Wir müssen dieses Spiel jetzt beenden, solange es noch geht. Du hast wieder nicht gestimmt. Wir müssen es halt beenden, solange er noch nicht genug Einheiten hat hier zur Defense. Weil er noch zu viele Mutas hat. Wieder nicht gegen die Mutas. Der Catch mit den Mutas hat jetzt die Enforcements der Räder ab, aber... Du musst einfach immer die Mutas fokussen. Kannst du nicht mehr so viel stimmen, leider. Aber ich glaube, ich habe die Mutas gerade hart dezimiert. Hart. Oder Baming, das könnte noch gefährlich werden. Wort mit H. Ich bin jetzt 3 Leute hier anscheinend. Bis auf 2 sind die Mutas alle tot. Die Mutas sind jetzt stehen geblieben. Ich versuche sie mal da abzufangen. Nö, die sind mit 3 Hitpoints weggekommen. Da ist ein neuer Muta. Ist jetzt nicht mehr da. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Unsere Streitkräfte. Was für Minerals? Ja. Wir brauchen mehr. Und sogar hier. Hier auf die Steins. Ja, er versucht sich hier zu retten.
Hier oben versucht er sich zu retten. Bin ich noch am Leben? Einfach weiter pushen. Kannst jetzt, glaube ich, auch wieder anfangen, Medivacs zu bauen, weil jetzt kaum noch Mutas da sind. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht eigentlich gut für uns aus. Mit Supply Block. Ein gutes Zeichen. Er hat neue Mutas gebaut, das ist gut. Ja. Er hat seine Dings gerade weggezogen. Warum greife ich Gas an? Weiß ich nicht. Rottlinge? Weil er ein Gebäude mehr hat. Die ganzen Overlords da kaputt? Er hat hier Mars Turrets, Turrets sei schon hier. Wie heißen die Viecher? Beins gebaut. Ja, da sollten wir vielleicht alleine drauf. Dann nimm mal die Base da unten noch raus mit dem Spire vor. Ja, ja, da bin ich dabei. Dann gucken wir, dass er auf einer Base bleibt und dann ist gut. Wenn du nochmal Minerals hast, will ich nochmal nehmen. Ja, hätte ich gehabt. Das war ein gutes Spiel. Also, das haben wir gut gerettet, nachdem du zählst. Ja, immer, wenn so viele Mutas kommen, muss man direkt kontern, weil sonst haben wir eh verloren. Das, was wir dann mitnehmen sollten. Boah, ja, gut, ey. Das war's für heute. Überragend. Hat's gefallen, ich bin schon beim nächsten Mal vorbei. Tschüss.